Das Phantasma des Weiterlebens in der Diachronie, in der Schrift, in der Erinnerung der anderen. Die Wahrheit setzt sich nie durch, sowieso nicht erstens. Außer sie wäre jene Wahrheit, die tatsächlich etwas zu ändern vermöchte und es bewiese und die auf die, nach der alle scharf sind, so wie zum Beispiel jene Anekdote des Kaisers von China, der zu einem Weisen von Li geht, der ihm dann Ratschläge gibt in Bezug auf die Unsterblichkeit und vorgibt, dass er schon 180 Jahre lang lebt. Sie müssen nur behaupten, dass Sie bereits im vorvorherigen 100 Jahrhundert geboren sind, und sofort wollen alle Ihre Lehre Ihnen abkaufen. Aber das ist das Kichern und das Gelächter, das schallende Gelächter ist ihnen sicher. Alle Schwarzlöcher vertilgen alle Schwarzlöcher und nichts bleibt. Alle Galaxien, alle Sterne, alle Sterne, alle Planeten und nichts bleibt an Diachronie. Egal, was sie erfinden, um das Unweigerliche ein wenig hinauszuschieben, denn das große Gelächter der Existenz des Universums ist ihnen sicher. Nichts bleibt, nichts bewahrt sich. Und damit die Hybris und der kindische Wunsch, etwas zu Papier zu bringen oder in irgendwelche anderen Werke zu fassen, wie unzerstörbare Diamanten, damit ihr Geist, ihr Werk im Hades noch ein wenig länger in Erinnerung bliebe und nicht sofort verblasse. Er wird so oder so verblassen. Aber was will man vor allem? Die Formel der Unendlichkeit, der Ewigkeit, des sich Fortsetzens ist ja bereits längst gefunden. Und alle im Wissen, dass sie das nicht mehr wissen, was sie nicht mehr wissen, wenden sie ja kontinuierlich an. Wenn sie es noch so hinkriegen, dass es mit Einverständnis ihres Gegenübers geschieht, haben die Fortsetzungsprodukte vielleicht ein unkomplizierteres und Punkt, Punkt, Punkt weniger belastetes Leben. Aber auch hier erschallt das große Gelächter der Universen. Irgendwann. Aber sie hätten sich vorher wenigstens nicht so viel Mühe machen müssen. Diese Möglichkeit der dissipativen Fortsetzung und der Bewahrung als einzige Zauberformel, die ins Reale eintrifft, sich zu bedienen
und ihre Skepsis daran, dass sich dadurch nichts vom individuellen Lexikon und Erleben überliefern, übertragen ließe, spielt auch keine Rolle. Denn das ist bereits so, dass sie das mit den anderen Methoden auch nicht schaffen. Man bemerkt es ja schon bei sich selber. Das, was man denkt, hat nicht die gleiche Geschwindigkeit und hat nicht die gleiche Komplexität als das, was sich dann sprechen lässt daraus. Das, was es denkt, ist nicht gleich das, was es dann spricht oder zu ekphorieren vermag. Und das, was es dann im Buchstaben und im Text zu verfassen versucht daraus, hat wiederum andere Geschwindigkeiten und Komplexitäten und fällt zum Beispiel ganz anders aus, wenn Sie das mit dem Griffel in der Hand niederkritzeln oder auf einer alten Tastenschreibmaschine schreiben oder auf einer modernen elektronischen Tastatur. Auch das bereits ergibt andere Texturen. Die ganze Nacht an diesem 100-jährigen Wiederholungstat. Freud sagte, er war schon immer nicht besonders scharf darauf, zu großen Anlässen eingeladen zu werden. Und vor allem dann nicht, wenn man diese Anlässe dann zum Anlass nahm, daran erinnert zu werden, dass man wieder ein Jahr älter geworden sei. Oder war das jemand anders und nicht Freud? Schöne Seppa. Allmählich kommt die Sonne ein wenig raus. Und der Meeresspiegel ist noch nicht golden, sondern eher schmutzig, grün, dunkelgrün und nur an den Rändern goldener.